Christoph, du bist der Mastermind hinter Camper. Ja, hallo. Gegrüßt sein alle. Genau. Du bist wirklich derjenige, dessen Gedanken hinter dieser ganzen Technologie stecken. Also ich meine Gedanken, mein Name, all mein Geld, alles. Also für alle, die es nicht wissen, du hast jetzt zur Aufgabe gemacht, einfach es hinzubekommen, dass man Röhrenamp besitzt und dass man diesen Sound im Prinzip mit nach Hause tragen kann. Ja, richtig, das war mein Gedanke. Das hatten aber auch schon andere vor 15 oder 20 Jahren. Der andere Gedanke war noch, dass man wirklich vielleicht seinen eigenen Röhrenamp besitzen kann und den Sound wirklich sehr authentisch rüberbringen kann, anstatt dass ich selber ein algorithmisches Modell von deinem Amp entwerfe. Da haben wir lieber was gemacht. Nimm ihn doch einfach auf, deinen Amp. Meinen eigenen, genau, weil darum geht's. Das ist nämlich ganz anders als normalerweise dieses ganze Modeling-Zeugs, wo du sagst, ich habe jetzt einen JMP 45, wie auch immer, den ich mit nach Hause nehme, der aber nicht mir gehört, ist auch nicht mein eigener, den haben alle anderen auch, sondern ich habe meinen eigenen Amp und der wird geprofiled. Das ist dein Prinzip, ne? Ganz genau. Und dass man hinterher dass man in einem AB-Vergleich verhören kann, irgendwie, wie authentisch das rübergekommen ist, dass man, also es ist effektiv so, dass man den Klang praktisch nicht voneinander unterscheiden kann, also Original und Kopie. Ganz genau, ja, du hast ja diese super Funktion, dass man immer hin und her schalten kann, Amp und Profile. Und ich habe selber mal probiert zu profilen. Man kann natürlich durch das Spielen auch ein Profile zerspielen, das ist mir gelungen. Ja. Es funktioniert beides, du kannst es aufpimpen. Und wenn du dann in so bestimmten Registern spielst, denkst du dann, okay, jetzt habe ich es gerade kaputt gespielt, nochmal refine modeln oder refine profile und dann irgendwann bekommt man es wirklich hin, dass man es nicht mehr unterscheiden kann. Ja. Das ist richtig, muss man vielleicht für die Leute erklären, was du da gemacht hast. Wir haben doch quasi, wenn man schon geprofiled hat, genau. Dann gibt es noch so einen Durchgang, wo man da selber Gitarre spielt, wo einfach nochmal das Gerät sich auf die, ja, ich sag mal, auf die Impulse der Gitarre und nicht die Spielweise, aber ich sag mal, auf sehr dynamische Sachen einfach konzentriert. Eigentlich ist man da angehalten, ich sag mal, eine bestimmte Spielweise zu haben, also Akkorde und so weiter und so fort. Wenn man das natürlich nicht macht, dann kann man das Profil auch mal kaputt spielen. Nein, das hast du mal aus Spaß einfach gemacht. Nein, ich habe einfach viel damit experimentiert, wie ich es einfach hinbekomme, okay, dass es so klingt wie mein Amp. Yeah. Und was sehr interessant ist, wenn du das Refine oder wenn du das Refining weglässt und du lässt nur die Testtöne durchlaufen, dann klingt's wie ein Modeling eines bekannten Modeling-Herstellers. Ja, sehr ähnlich. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Absolut. Und, ja, dann, ja, und, dann, und wenn du diesen Schritt dann wählst, sagst, jetzt mache ich es mir selber, dann funktioniert's. Ja, das ist genau richtig. Ja, ja, genau so ist es. Das ist war zwar nicht so beabsichtigt, aber das ist so rausgekommen, das stimmt mit dem, dass es so mehr nach Modeling oder so klingt. Einfach flach nach Papier. Ja, das ist richtig. Gilt übrigens nicht für jeden Verstärker, aber ich kenne genau die Situation auch. Ja. Ja, genau. Das ist richtig. Okay, was du uns auf die Messe mitgebracht hast, ist jetzt eine Software, weil darauf habe ich schon lange gewartet, weil ich bin so ein bisschen so ein Bedien-Nerd. Ich komme mit deiner Bedien-Elemente-Kultur da nicht so klar. Deswegen war ich froh, dass es hieß, ey, es gibt jetzt endlich eine Software, wo man das steuern kann. Wenn auch nicht für Mac, immerhin doch für Windows. Das ist richtig. Ja, ganz genau. Und da steckt was dahinter? Ja. Also die Software gibt es jetzt für Windows an der Mac-Version aber noch, die kommt jetzt aber auch bald raus. Dahinter steckt, dass wir doch erfahren mussten, dass unsere Kunden eine unfassbare Sammelwut haben, was Sounds angeht, und aber auch eine wahnsinnige Kreativität hatten. Das heißt, dass wahnsinnig viele Sounds entstanden sind, also Rigs, Profile. Wir haben jetzt auf unserer Webseite, das heißt auf unserer Rig Exchange, so heißt das bei uns, zigtausend Profile von Usern. Das ist ja das Geilste, dass du so eine richtige Community hast von Usern, die ihre eigenen Amps und ihre eigenen Setups, also sprich Boxen, Mikrofone, einfach profilen und zur Verfügung stellen. Das ist total geil. Ja, das ist so. Also eine wunderbare Community mit quasi homegrown Content. Da ist viel ganz tolle Qualität dabei. Da sind natürlich auch viele dabei, die nicht so toll sind. Auf jeden Fall ist es eine riesige Menge, wo auch... Gibt es eine Möglichkeit, die zu raten, dass die auch nach oben wandern und so? Ja, das gibt's. Kann man dann hier, glaube ich, na, hier noch auf dem Bildschirm irgendwie nicht sehen. Man kann die aber raten tatsächlich. Ja. Da müssen wir uns noch mal ein paar Methoden einfallen lassen, dass das, ja, ich sag mal, noch intelligenter geht. Aber dann sortiert sich das nämlich selber, ne? Das ist klar. Ja, genau. Ja, ach, so ein Rating ist natürlich auch immer so eine Sache, wie auch bei den Charts, dass da was oben ist, wird noch weiter, immer nach oben getragen. Ja. Da gibt es also immer so eine positive Rückkopplung. Und das meine ich, das müsste man so ein bisschen intelligenter machen. Also in manchen Charts fliegen dann, in irgendwelchen Radiocharts fliegen ja dann die Sachen nach 8 Wochen zum Beispiel aus den Charts raus oder so, damit sich das immer wieder bereinigt.
Vielleicht muss man solche Sachen mal machen. Ich weiß es nicht. Da müssen wir uns mal was überlegen. Also einfach nur voten führt nicht zur, ich sag mal, zum guten Durchschnitt oder zu einem, ja, okay, einer gerechten Bewertung oder so. Das, wir werden mit der Zeit immer besser werden, auf jeden Fall. Okay. Nur was man jetzt machen kann, man kann sich die Profiles sozusagen online anhören und sich dann entscheiden, ob man sich auf die Unit laden will. So ist es ja geplant, ne? Ja, ganz genau. Ich kann das mal ein bisschen ganz grob an der Software zeigen. Man sieht hier, das ist so ein bisschen wie ein Dateibrowser. Hier sieht man so eine Art, ja, ich sag mal, Ordner, Baum oder so. Das heißt, da kann man halt schauen auf unsere eben erwähnte Rig Exchange, auf das Gerät selber, auf eine USB-Stick, der am Rechner angeschlossen ist, womit man sich auch, ich sag mal, so einen Datensatz zusammenstellen kann. Ja, und dazwischen kann quasi hier in dem Fenster kommuniziert werden. Das heißt, wenn ich in der Rig Exchange bin, dann doppelklicke ich einfach auf einen Rig und das höre ich dann auch kurze Zeit später und kann dann durchgehen. Das wird nicht quasi dauerhaft aufs Gerät geladen, aber genau, es wird ins Gerät geladen, sodass ich das direkt spielen kann. Und wenn es mir gefällt, ja, dann kann ich es einfach rüberziehen. Genau. So wie man das von Dateibrowsern einfach kennt. Was auch einfacher geht, ist ja die Benennung der ganzen Tags, ne? Dass man weiß, wann habe ich den Sound gemacht, wer hat ihn gemacht, damit man hat ja so eine kleine Agenda pro Sound. Ja, ja, das war ein Kritikpunkt, den wir, also von unseren Usern, den wir quasi damit erfüllt haben. Das Gerät selber lässt sich fantastisch auch ohne Editor und so weiter bedienen, weil wir haben wahnsinnig viele, ich sag mal, Einsprunghilfen am Gerät, wie man in Menüs kommt und so weiter. Das ist wirklich sehr, sehr komfortabel. Wir haben hier allein, das sind 13 Tasten nur für den Signalfluss, wo man direkt in ich sag mal, in irgendwelche Funktionen kommt. Allerdings zur Textangabe eignet sich das nicht so gut. Das ist einfach so. Da muss man immer die Buchstaben drehen, so wie in alten Zeiten. Ja. Die muss man drehen. Man hätte jetzt auch mal so hier 10 Tasten machen können, dann hätte man hier so wie bei älteren Handys T9 machen können. Ja. Das ist es aber halt alles nicht. Das Beste ist, wenn man dafür wirklich ein Organisationstool hat. Und das haben wir halt jetzt mit dem Rig Manager, sodass man auch die ganzen Tags einstellen kann. Ich muss das mal gerade erklären, was die Tags sind. Das, wenn man ein Profil gemacht hat, zum Beispiel von seinem Verstärker oder von dem Verstärker eines Freundes, dann ist es natürlich auch interessant, dauerhaft zu speichern, was war denn das für ein Verstärker. Und das heißt, da kann man doch wirklich sehr viele Daten dazu abspeichern. Was war das für ein Verstärker? Was war es für eine Box? Was war es für ein Mikrofon? Aus welchem Jahr ist der Verstärker und so weiter und so fort, bestimmte Daten. Und das ist natürlich schön, wenn man das sorgfältig macht. Also ich sag mal, auch genauso wie man vielleicht ein Fotoalbum mal ein bisschen besser dokumentiert oder so. Aber dafür braucht man halt eine Eingabehilfe und auch das liefert unser Rig Manager. Perfekt, super. Super geile Geschichte. Alles klar. Für Mac wird es auch kommen? Ja, auf jeden Fall. Weißt du schon wann? Nein, wissen wir noch nicht. Wir haben nie ein Datum. Das ich glaube, ich rufe einmal die Woche an und sage, wann kommt es für Mac? Nee, ruf doch einmal alle 6 Wochen an. Alles klar. Das könnte halt, da bist du wahrscheinlich immer noch. Ja. Das heißt nicht in 6 Wochen, sondern alle 6 Wochen anrufen. Verstehe. Das okay. Also ich freue mich wirklich, dass sowas aus Deutschland kommt, ne? Weil es wird auch in Deutschland gebaut. Ne? Und das macht mich so ein bisschen stolz, weil man dann sieht, okay, guck mal, wenn die Jungs nachdenken, dann kommt was bei raus. Ne? Weil ich meine, Modeling war immer so ein bisschen verschrien nach dem Motto, wir brauchen das nicht und ich spiele lieber meine Röhrenamps und so weiter und das muss nicht für jeden funktionieren, aber du bist den Schritt gegangen und hast dir gesagt, weißt du was, ich bringe es auf die nächste Stufe. Ja, das wollte ich auch gerne. Ich habe immer gesehen, dass Modeling-Amps nicht akzeptiert wurden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte es teilweise klanglich nicht immer nachvollziehen. Ich muss nämlich dazu sagen, ich bin selber kein Gitarrist. Ja. Ich habe zwar viel mit Gitarrensound schon mein ganzes Leben lang zu tun gehabt als Produzent, und so weiter. Aber ich konnte jetzt tatsächlich nie unmittelbar sagen, wie ein Gitarrist das sagen konnte, woran es liegt und so weiter und so fort. Aber ich habe mich einfach mal dran gemacht, um das ganze Thema mal wirklich zu erforschen, uns besser zu machen. Heureka, es ist uns gelungen, es wirklich besser zu machen. Indem einfach, ja, ich hab mir gedacht, man müsste einfach ein System haben, was sich mal selber den Sound eines Röhrenamps anhört. Also nicht ich, sondern das Gerät. So ist es ja auch. Das ist das Profiling, ja, genau. Ich meine, im Prinzip ist es so, wir haben einfach ein Messgerät. Das Ding sieht ja auch aus wie ein Messgerät. Ja, sieht auch ein bisschen aus wie Omas Radio. Das, ne? Hörst du nicht gerne, aber es ist bestimmt. Also für mich sieht es wirklich aus wie ein Messgerät. Das ist auch ein Messgerät. Das macht auch das Gerät aus, dass du sagst, okay, es ist kein Verstärker, es ist auch kein Modeling-Effektgerät oder sowas, sondern es ist einfach ein Messgerät, womit ich Röhrenamps zuhören kann. Ja. Und am Ende sie mit nach Hause. Ja. Vergiss nicht, dass es ganz viele Leute gibt. Und das unterstützen wir auch. Viele Leute, die sich für unsere Geräte interessieren, haben ja unter Umständen gar nicht so eine
Batterie an Verstärkern, die es sich wirklich lohnt zu profilen, weil das macht man natürlich wirklich mit guten Verstärkern, manchmal auch mit teuren Verstärkern und ja, genau. Nicht? Deswegen, dafür haben wir auch unsere Rig Exchange, dass die auf so viele Verstärker zurückgreifen können. Also für die Leute ist es kein Messgerät, die spielen es ja nur, die messen nichts. Ja. Viele, viele Leute messen damit nicht, ne? Sondern spielen. Deshalb, es ist ein Gitarrenverstärker. Super. Okay, dann würde ich sagen, viel Glück für die Zukunft. Vielen Dank.